Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will zunächst einmal auf die Frage eingehen, die heute auch in der Presse diskutiert wurde und die indirekt in beiden Reden, die wir gehört haben, schon vorkam. Haben wir nur mehr Geld ausgegeben bisher, das System also deutlich teurer gemacht, und haben keine Gewinne an Effizienz und Qualität, oder haben wir auch etwas erreicht? Das ist ja eine legitime Frage, und dazu müssen wir uns auch in dieser Debatte stellen, das ist ganz klar. Und ich will darauf hinweisen, selbst wenn man sehr kritisch ist, wenn man sagt, also vieles von dem, was erreicht also werden sollte, ist noch nicht komplett umgesetzt, weil vieles dauert ja lange. Aber ein Mindestmaß an Fairness macht es notwendig, dass also man einräumt, wir haben viel gemacht, was auch langfristig den Versicherten, den Patienten zugutekommt. Und alles andere ist unehrlich. Also ich bringe nur ein paar Beispiele, um das konkret zu machen. Wir haben im Versorgungsstärkungsgesetz dazu beigetragen, dass Hausärzte und Fachärzte besser verteilt werden zwischen den Regionen, wo Einkommensschwache wohnen, auf dem dörflichen Umfeld und in der Innenstadt, wo viele Privatversicherte sind. Wir haben die Terminvergabe beschleunigt durch Terminservicestellen. Wir haben teure Leistungen in den Krankenhäusern, insbesondere in den Unikliniken, mit denen diese Unikliniken mit jedem Patienten große Verluste gemacht haben. Die haben wir besser bezahlt. Wir können nicht unsere Unikliniken plündern und die Häuser, die sich auf solche Patienten spezialisiert haben. Das ist einfach nicht richtig gewesen. Wir haben mehr Pflegekräfte eingestellt. Wir haben jetzt erneut ein Gesetz, was kritisiert wird, als teures Krankenhausgesetz aufgelegt, das über 500 Millionen Euro pro Jahr für die Pflege ausgelegt werden und darüber hinaus auch noch ein Pflegeförderprogramm kommt. Das sind sehr wichtige Investitionen, somit ich bitte einfach der Fairness habe. Wir können nicht mehr Hausärzte, eine bessere Verteilung der Hausärzte, eine bessere Intensivmedizin, eine bessere Notfallmedizin, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, eine bessere Maximalmedizin und mehr Pflegekräfte haben und die auch noch besser bezahlen und haben dann keine kurzfristigen Kostensteigerungen. Das wird nicht möglich sein. Unser Gesundheitssystem ist kein Aktienfonds, wo wir nur einsetzen, um etwas herauszuholen, sondern wir wollen eine bessere Versorgung, wir wollen ein modernes Gesundheitssystem und wir wollen auch die Gesundheit und auch die Fähigkeit unserer Gesellschaft, sich als gerechte Gesellschaft nach außen profilieren zu können. Das wollen wir erhalten, und dafür muss auch entsprechend Geld investiert werden. Es wurde auch eben darauf hingewiesen, dass die Arbeitgeber also nicht bereit sind, langfristig also diese Investitionen mitzubezahlen, dass die Parität, die Rückführung der Parität, dass es abgelehnt wird. Da wurde der Arbeitgeberpräsident zitiert. Es war aus zweierlei Hinsicht falsch. Es ist zunächst einmal faktisch falsch, weil zum Glück ist es ja so, dass wir hier als Bundestag beschließen, wie das System finanziert wird. Das bestimmen nicht die Verbände, zuletzt der Arbeitgeberverband. Und es war auch noch darüber hinaus falsch zu sagen, dass wir die Festschreibung des Arbeitgeberbeitrags mit 7,3% als rot-grüne Koalition eingeführt haben. Das ist falsch gewesen. Das ist in der schwarz-gelben Koalition festgeschrieben worden. Somit, wir sind dafür, dass das wieder aufgehoben wird. Dafür müssen wir plädieren. Aber nichtsdestotrotz muss man auch auf das schauen, was wir gemeinsam erreicht haben. Und dafür danke ich allen, die dafür eingetreten sind, und werde ein paar Beispiele bringen, dafür, was wir noch vorhaben. Aber nicht, bevor ich mich bedankt habe für die gute Zusammenarbeit bei den Kollegen von der Union auch und beim Ministerium an dieser Stelle. Wir haben klare Ziele. Ich bringe mal also die Beispiele so konkret wie möglich, weil die Zeit ja knapp ist. Aber wir haben beispielsweise jetzt zum ersten Mal in den letzten Monaten Studien gesehen, die bei der Behandlung der Demenz, die schon da ist, das Fortschreiten der Erkrankung wahrscheinlich bremsen, vielleicht sogar ein Stück weit rückwirkend machen kann. Man weiß noch nicht genau, wie viel das ausmacht, aber zum ersten Mal überhaupt ist es gelungen, den pathophysiologischen Prozess, die Amyloid-Einlagerungen im Gehirn, ein Stück weit zu bremsen oder rückgängig zu machen mit einer Antikörpertherapie. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Entwicklung. Das ist das erste Mal, dass in diesem Bereich überhaupt etwas gelungen wird. Dazu werden auch in Deutschland Studien durchzuführen sein, und aus dem Grunde wollen wir das Gesetz reformieren, womit Studien im ethisch machbaren Rahmen, wenn der Versicherte das immer gewünscht hat und seine Angehörigen, sein Betreuer, dass diese Studien auch in Deutschland möglich sind. Wir schaffen die Grundlage dafür, dass diese wichtige Forschung, auf die viele Angehörige und auch viele Patienten dringend warten, dass diese wichtige Forschung auch in Deutschland möglich wird.
Wir haben ein Gesetz jetzt in Vorbereitung. Da danke ich insbesondere Kollegin Nüßler, besonders weil das eine Initiative ist, die aus den Fraktionen hervorgegangen ist, wo wir das Fallpauschalengesetz in der Psychiatrie ändern. Wir haben ja bisher ein System, dass die einzelnen Krankenhäuser Budgets bekommen. Die sind aber völlig ungerecht beigemessen. Ungerechte Budgets pro Krankenhaus. Weil es gibt Krankenhäuser, die haben wenig intensive Versorgung, keine Notfallversorgung, haben gute Budgets. Andere Krankenhäuser, die viel leisten, die Notfallversorgung anbieten, die regionale Versorgung, haben geringe Budgets. Wir haben daher ein Budgetsystem, das ist die gute Nachricht, das ist ungerecht, das ist die schlechte Nachricht. Wir wollten das umstellen auf ein System, wo der einzelne Patient sozusagen mit Fallpauschalen der Träger des Budgets ist. Das wäre noch schlechter gewesen. Denn dann hätten wir ungerechte Budgets nicht pro Haus, sondern pro Patient. Und dann wäre der Patient durch Rosinenpickerei durch das System geschickt worden. Jetzt ändern wir das, indem wir ein gerechtes System, transparentes, gerechtes System für die Häuser einführen. Wir gehen also weiter vom ungerechten Budgetsystem pro Haus zu einem gerechten System pro Haus, wo Leitlinien, also wissenschaftlich gesicherte Leitlinien und neue Behandlungsformen das Budget bestimmen werden. Das ist ein wichtiger Schritt der Modernisierung und der könnte aus meiner Sicht sogar maßgeblich sein für andere Bereiche in unserem Krankenhauswesen, wo wir uns über Alternativen zum Fallpauschalensystem Gedanken machen. Die stärkere Berücksichtigung dessen, was wissenschaftlich gesichert ist, und die stärkere Berücksichtigung von Personalstandards, von Mindestpersonalstandards, die bessere Berücksichtigung dessen, was in den Krankenhäusern tatsächlich auch gemacht wird, das muss auch maßgeblich für uns sein, für weitere Reformen des Krankenhaussystems. Ich komme zur Situation in der Pflege. Hier wurde es schon erwähnt, in der Pflege machen wir weiter, wo wir angefangen haben. Bisher werden Patienten mit Demenz und psychiatrischen Erkrankungen in diesem System oft nicht so gut behandelt, wie sie behandelt werden müssen, weil das sich in den Budgets nicht widerspiegelt. Das beseitigen wir, indem wir umstellen auf Pflegegrade, weg von den Pflegestufen. Wir modernisieren unser Einstufungssystem. Das machen wir jetzt auch für all diejenigen, die die Leistungen derzeit über die Sozialhilfe bezahlt bekommen. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn. Darüber hinaus stärken wir die Kommunen bei der Planung dieser Versorgung. Wir werden dazu übergehen, dass wir im Bereich der Pflegeberufe, der wichtigste Flaschenhals für die langfristige Versorgungsqualität im Krankenhaus und auch in der Altenpflege, wird die Zahl gut qualifizierter Pflegerinnen und Pfleger sein. Das ist der wichtigste Flaschenhals. Übrigens nicht das Geld, sondern diese Begrenzung, das ist das Wichtigste. Daher müssen wir das Pflegeberufegesetz unbedingt modernisieren. Dafür haben wir einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Die Ausbildung wird besser, sie wird universalisiert. Das heißt, derjenige, der einmal in einem Bereich angefangen hat, kann in den anderen Bereich wechseln. Er muss sich nicht festlegen für den Rest seines Lebens. Wir werden dann viel weniger Menschen haben, die die Pflege, wenn sie es einmal gemacht haben, verlassen, aus dem Beruf ganz aussteigen. Der Beruf wird attraktiver werden, besser bezahlt und besser qualifiziert. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn, den wir jetzt angehen werden. Wir werden bei den Arzneimitteln verhindern, dass es Windfall-Profits gibt. Die Firmen gehen immer mehr dazu über, die Gewinne des gesamten Produktes in das erste Jahr zu verlagern. So nach dem Motto, im ersten Jahr wähle ich Mondpreise, um das Medikament, wo es noch nicht gut erforscht ist, bei geringem Zusatznutzen komplett abzukassieren. Da werden wir einen Schwellenwert einführen, sodass diese Praxis unmöglich wird. Wir werden das Amnok-Gesetz, was die Preise regelt, weiter verbessern. Das ist ein gutes Gesetz. Und wir werden zum Schluss diese Ergebnisse auch den Ärzten zur Verfügung stellen, sodass sie besser genutzt werden. Ganz zum Schluss, das ist ganz klar, in einem Punkt gebe ich der Rednerin von der Opposition recht. Langfristig haben wir ein großes Problem in Deutschland. Das Gesundheitssystem ist ungerecht finanziert. Einkommensschwache zahlen relativ zu viel. Einkommensstarke bezahlen relativ zu wenig. Gleichzeitig werden aber Einkommensstarke und Bildungsstärke in der Regel besser versorgt. Wir haben in Deutschland mit die höchsten Lebenserwartungsunterschiede zwischen Reich und Arm in Europa. Das ist für uns ehrlich gesagt also eine Schande. Daran müssen wir arbeiten. Daher halte ich das Projekt der paritätischen Bürgerversicherung für langfristig das wichtigste Projekt, welches diese Ungerechtigkeit beseitigen kann. Dafür werbe ich bei allen hier im Hause. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Karl Lauterbach. Nächste Rednerin, Ekin Deligöz für Bündnis 90 Die Grünen.